Als Frage direkt habe ich nichts mitgebracht. Also ich habe, ich war ganz erstmal interessiert, in was für ein Forum ich komme. Ich war interessiert, welche Menschen ich hier treffe. Und das hat mich schon sehr beeindruckt, auf jeden Fall, auf welche Kompetenz man hier gestoßen ist. Das ist ganz, ganz toll. Ich hatte eine persönliche Bitte. Ich habe, als die Anregung kam, wir sollten mehr Islam wagen, von dem Herrn Professor, habe ich es geistert. Ich bin seit 11 Jahren bei der Bundeswehr, ich bin Berufssoldat, ich habe noch 18 Jahre und ich habe schon mehrere Auslandseinsätze hinter mir. Und dann habe ich den Bundespräsidenten einfach mal beiseite genommen, habe ihn gefragt, der Bundespräsident, wie es gehört, als guter Soldat. Es wäre jetzt nach 11 Jahren und den zukünftigen 18 Jahren, und bevor ich das nächste Mal nach Afghanistan fliege, vielleicht mal schön, wenn wir eine islamische Militärseelsorge hätten, weil die gibt es nicht bei der Bundeswehr. Und ich bin ja nicht die einzige islamische Soldatin, die es gibt. Und wenn jetzt ein Professor auf dem Podium neben dem Bundespräsidenten sagt, wir sollten mehr Islam wagen, vielleicht wäre das schon mal eine gute Anerkennung für die eigenen Soldaten im Land. Er hat gesagt, er kümmert sich drum. Finde ich toll. Was mich beeindruckt hat, ist, dass alle Menschen, die heute hier teilgenommen haben, an dieselbe Sache glauben und an dasselbe Ziel auch glauben. Das hat mich sehr stark beeindruckt. Das ist eine Gesellschaft, die bunt ist und die uns weiterbringt. Und auch wenn es ein bisschen Befürchtungen gibt, trotzdem man nach Lösungen sucht und nicht problemfokussiert ist.